2, 3, 4, 6, 8, 10. Hast du ein altes, vollgeschifftes Rockboy dir zu Haus? Ja, dann schickst du Kies und Kreuz, denn die nehmen's für dich aus. Öl, Schweiß und Pipi sind unser täglich Brot. Da draußen frönt das Leben, doch mein Ringmuskel ist tot. Dicke Hommer, kleine Schlungs und alles stinkt nach Jauche. Doch weil ich feuchte Hosen liebe, ist nur Durchfall, den ich brauche. Unser Axel Väter stillt den Hunger zwischendurch. Für den Sättigungseffekt wird er serviert mit Rettenmurch. Jo, sag mal, Heinz Werner, hast du den Bordner hier angefunkt? Jo, du, irgendwas stimmt doch hier nicht, doch. Da ist doch wieder was schiefgelaufen. Jo, hat gesagt, hier... du hättest hier nicht richtig gefunkert. Ja, gefunkert, geflunkert, irgendwas. Der funkt ihn doch mal ordentlich an, der Butler hier. Das ist ein guter Junge. Auch wenn er ein bisschen anders ist als du. Ja, der sagt aber hier, oh, ich hab irgendwie dicke Lippe im Auge und das ist schon komisch, ne? Ja, weil der gestern ein Moskito abbekommen hat. Moskito, ey. Ja, aber du musst aber vernünftig sein mit dem Butler hier. Wir haben gesagt, deine Mutter, und er hat gesagt, ja, deine Motte, hat er gedacht. Und dann hat er sich da irgendwie eine Motte rausgesucht und hat da ganz komische. So Dracula-Experimente gemacht, du? Deine Motra hat der gesorgt. Deine Motra. Boah, wann kann man das hier abholen? Was fehlt denn da noch? Kann man das schon bald abholen? Den alten Lotmeister hier drüben. Hans Lot im Mund. Hans Lot im Mund. Kann ja auch nicht mehr wirklich viel fehlen, bis das Ding hier frei ist, oder? Aber das hält sich alles ziemlich wacker hier. Ich sag dir, wie es ist. Chemikalien und sowas alles raus recyceln und dann mal richtig schön dick hier die Upgrades. Ja, Upgrades. Wir wollen Upgrades. Scheiße auf die Quests. Wir wollen Upgrades. Queste. Weil die Upgrades bleiben ja auch, ne? Queste sind so... Wer braucht die? Ja, wer braucht die Queste? Queste, oh, ey, hast du diesen schrecklichen Film gesehen, der merkwürdigerweise besser bewertet ist als Ghostbusters oder generell voll viele Filme? Hier dieser... Alter, was geht da ab? Ich hab den Boden hier weggeklöppelt. Mit hier, mit Ruffalo Ruffalo und hier Emma Stone. Ach, du meinst der Oscar-Abräumer-Film, wo alle lieben? Things, ja, da hat Quantum gesagt, es war das erste Mal, dass ein Film mir wieder berührt hat und so. Das lieben was? Alle. Der war grausam, Alter. Und ich sag, du verstehst ihn nur nicht. Du bist einfach zu dumm, ja, für den Film. Ja, ja, wahrscheinlich bin ich nur... Es war wirklich, als hätte ich mir so eine Arthouse-Filmfestival-Scheiße. Ey, da geht's um ultimative Frauenrechte und dass Frauen das Recht haben, sich zu prostituieren und alles. Also mal ein bisschen mehr Respekt. Ja, mag ja sein, aber der Film war trotzdem nicht gut. Und nur weil man jetzt hier Emma Stone ihre Huha und ihre Möpse sieht... Sieht man ihre Huha? Ich habe nicht geguckt. Und deswegen, ja, den Busch. Und oh, langweilig. Ich dachte, ihr zeigt ein bisschen Lippe. Wann wird endlich mal Lippe gezeigt? Irgendwie wird nie Lippe gezeigt, ne? Aber es werden viele Schniedel gezeigt. Deswegen ja, wahrscheinlich. Schniedel, wenn Schniedel drin vorkommen, gibt direkt gute Bewertungen. Oh, Schniedel. Und, sorry, ich fand den nicht gut. Ist halt einfach so. Es ist der beste Film des Jahres, einer der besten Filme aller Zeiten. Ich bin da eh nicht so ernst zu nehmen, ne? Weil ich ja eh so der Popcorn-Kino-Fan bin. Aber ganz ehrlich, wow. Was gibst Qual, du? Was gibst du Emma Stones Busch? War er hübsch? Weiß ich nicht. Das muss man Busch, muss man mögen. Ne? Man muss schon so Buschmensch sein. Das ist so einer, der sagt, einen kleinen Busch finde ich schon ganz nett. Die haben den nur gut bewertet, damit sie beim nächsten Mal wieder Busch und Möpse zeigt. Deswegen haben aber sie gesagt, Emma Stone, oh, Emma, ist jetzt auch nicht so heiß, oder? Weiß nicht. Ich finde die schon nicht schlecht. Also so, ich beurteile ja, nicht so, schlecht. Meist, ich nicht schlecht, gesehen. Aber ne, mir ging es hauptsächlich darum, also ich finde Ruffalo finde ich toll. Ich mag den wirklich sehr gerne. Weil er geriffen Ruffalo hat, ne? Ja, einfach weil er ein Ruffalo ist. Und ich gebe dem Film 5 Ruffalo-Punkte. Ja, also 5 Ruffalos für Ruffalo-Performance. Aber ansonsten fand ich den einfach nicht gut. Also so, weiß ich nicht. Der hat sich hingezogen wie Kaugummi und der eine komische, der kotzt immer irgendwie so Bläschen aus, weil er kein Verdauungsorgan hat. Und es ist so völlig... Ja, da musst du halt viel reininterpretieren und einfach die Kunst der Sache verstehen, weißt du? Auch ja, der ja. Busch, das ist ja nicht einfach nur Emma Stones Busch, da musst du Buschlesen betreiben. Und eigentlich wird sich in dem Film die ganze Zeit nur selbst befriedigt und irgendwelche Freaks gehen ins Bordell und... Weiß ich nicht, der eine hat ein großes Auge und das ist kein... Also, ne, ich kann viele sagen, das wäre Barbie für Intellektuelle. Irgendwie ist heute ja, aber auch... Guck mal, gibt's ja jetzt auch Chantal im Märchenland, ne?
Ja, Chantal. Das ist schon, das ist Barbie für Dumme. Poor Things ist Barbie für Intellektuelle. Irgendwie gibt's alles jetzt für jeden Bevölkerungsschicht gibt's jetzt ein Barbie. Aber Chantal im Märchenland hat Dune geschlagen, was Box Office in Deutschland angeht. Schon krass, ne? Echt? Ja. Krass. Am ersten Wochenende, ich glaube 750.000 oder sowas, also ein neuer Rekordfilm. Aber ohne den jetzt gesehen zu haben. Ohne den Chantal. Jetzt gesehen zu haben. Ja, ja. Ohne den jetzt gesehen zu haben, haben wir schon, schätzungsweise gehe ich davon aus, dass es am Ende auch darum geht, dass... Du dich schlecht fühlst. Dass Chantal bringt dann den Märchenfiguren bei, dass sie ja Frau sein dürfen und keinen Prinzen brauchen, um zu überleben. Und ja, na sicher, ne? Also ist ja Pflicht. Sonst wäre der nicht gefördert worden wahrscheinlich, der Film. Ich habe vor ein paar Wochen mal so einen Beitrag gesehen. Ich habe da prinzipiell nichts gegen, aber es ist diese Umsetzung immer, weißt du? Ich hatte so einen Beitrag gesehen vor ein paar Wochen auch über so einen Feminismus-Parcours. Ich glaube, an Karneval war das. Wo die dann irgendwie auf Schaumstoffpenisse einprügeln durften und irgendwie auf Kissen, wo dann so Sprüche drauf standen, wie alte weiße Männer stinken und so. Auch nicht? Gedacht, ja, hast nicht gesehen? Ja, nur gedacht, uff. Ja, ich weiß nicht. Die Zeiten, wo man noch Dialoge gesucht hat, sind irgendwie vorbei. Also es ist nur noch einmal Hass. Ist es nicht auch, noch, ja, aber ist es nicht auch irgendwie... also ich kann ja verstehen, dass man sagt, gut, früher lief alles falsch so, ne? Aber ist es nicht immer falsch, dann zu sagen, jetzt geben wir denen dasselbe, was sie uns gegeben haben? Ist es nicht auch irgendwie, ich weiß nicht, armselig, so was die Reife angeht? Würdigt das nicht die ganze Sache so ein bisschen herab? Ja, gut, im Prinzip schon, ne? Es ist halt nicht das, was man ja eigentlich will. Du willst ja eigentlich irgendwo in dieser Spirale, möchtest du ja eigentlich dann, ja das Kompromiss ist endet so. Ja, dass endlich bessere Zeiten kommen. Ja, aber die kommen halt nicht. Ja, indem du neue Feindbilder erschaffst, kriegst du ja keine besseren Zeiten, sondern nur frischen Hass. Ja. Ja, du kehrst einfach nur um am Ende, ne? Das ist ja genauso wie mit Rassismus, ja, dass da Vorfahren von weißen Menschen vielleicht was Schreckliches getan haben. Ja gut, das ist Fakt, ja. Aber das heißt ja nicht, dass jetzt jeder weiße Mensch gleichzeitig böser ist auf die Art, ne? Wir sind ja heute alle hoffentlich, also die meisten weiter, was so emotionale Standpunkte angeht. Hoffe ich zumindest. Ich glaube auch fest daran, dass es so ist. Ich glaube immer noch, dass die dumme Minderheit halt am lautesten brüllt, wie in allen Bereichen. Ja, gut, das war aber auch schon immer so. Deswegen sollte man sich eigentlich auf die ganzen Fortschritte konzentrieren, die man erreicht hat und nicht nur auf die Probleme. Ja, aber die schmeißen wir halt immer wieder über den Berg. Das ist es, ja. So ist das Leben. Weißt du, wir nehmen Schiffe auseinander. Wir nehmen Schiffe auseinander und... Boah, da stürzt wieder einiges. Wir werten Büsche. Buschbewertung. Nicht von Frauen. Ist es egal, ob jetzt Männerbusch, Frauenbusch... Hätte Ruffalo mehr Busch gezeigt? Hat er ein bisschen Busch gezeigt? Hat man Ruffalo-Schniedel gesehen? Ein Ruffalo-Schniedel. Dann würde ich mir doch angucken. Hat man Willem Dafoe sein Ding-Dong gesehen? Boah, weiß ich jetzt gar nicht. Weil der hat ja so ein Mega-Ding-Dong. Das war ja damals bei Antichrist von Lars von Trier. Der hat gemeint, ey, das können wir so nicht zeigen. Das Ding ist so ein Giraffen-Ding-Dong, da wir brauchen Penis-Double. Also, der hat anscheinend wirklich... Einen ordentlichen Ruffalo. Der hat einen Riffalo-Ruffalo da unten hängen. Also es muss so viel sein, dass man es filmisch nicht umsetzen kann. Kann man keine Kamera für, du. Also der V-Seiner muss richtig. Könnte ich mir aber gut vorstellen bei dem, ich weiß auch nicht. Der wirkt wie ein Mann, der ein großes Glied hat. Boah. Er ist einfach der Renegade unter den Penissen. Der Renegade. Aber wir haben schon hinlegend bewiesen, dass auch über Penisse immer mehr diskutiert wird als über Fufus. Ja, ne? Das fasziniert einfach mehr, so ein Schlauch. Ja, gut, das ist, ne? Wenn du jetzt im Fernsehen Schlong zeigst, ist es irgendwie anstößig, sexuelle Belästigung. Wenn du Huhas zeigst, ist es große Kunst. Naja, ne? Ein Schlong kann immer noch... Du darfst dich ja frei entfalten. Ein Schlong, damit kannst du immer noch irgendwie Leute schockieren. Ja, hätte sie jetzt auf OnlyFans ihre Möpse gezeigt, dann heißt es, digitale Prostitution, Prostitution der Neuzeit,
Man of Culture, bla. Bleibt weg davon. Bitte bleibt weg davon. Schwarz-Weiß. In Schwarz-Weiß ist, okay. In Schwarz-Weiß ist eh alles okay. Und was, also ich fand es wirklich. Ich fand den Film halt. Es hat sich alles so hingezogen, weil ständig wurde sich irgendwie selbst befriedigt. Ständig ging es um irgendwelche Geschlechtsteile. Total die spannende Verfolgungsjagd irgendwie so. Oh, was passiert da jetzt? Und dann auf einmal, hier legen wir eine kleine Pause ein zur Selbstbefriedigung. Befriedigt sich alle darstellen. Irgendwie, oh, ich steck mir Obst unten rein und Gemüse. Das machen aber sehr viele Menschen. Habe ich erfahren. Doch, ich habe das schon öfters gehört von Frauen, dass sie früher... Nee, wirklich, das haben mir öfters schon Frauen erzählt. Ja, ich habe mir früher gern mal Obst reingeschoben. Wir hatten eine auf der Schule, die hat mir irgendwie voll leid getan, weil die hat dann irgendwie, keine Ahnung, die hat sich auf irgendeiner Party im betrunkenen Kopf mit 14 oder so, hat sie dann gesagt, oh, ich steck mir jetzt ein Edding unten rein und hat es dann auch wohl so durchgezogen. Und kein Mensch kannte ihren Namen auf dieser Schule, ne? Alle wussten nur, ah, das ist doch die, die sich den Edding reingesteckt hat. Das kenne ich, aber wir hatten mal einen Typen, der hat sich ein Edding hinten reingeschoben. Der war auch nur noch Edding Eddie. Aber was ist mit den Eddings? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil es so dicke davon gibt. Ja, wahrscheinlich. Die fühlen sich anscheinend gut an. Die sind doch so metallern, sind die nicht kalt? Naja, das ist ja, am Anfang ist es irgendwie huah, und dann, oh, es wird warm. Ich glaube, das ist auch so ein netter Effekt. Ach ja, wie gesagt, mir hat er nicht so gefallen. Mag ja sein, dass es irgendwie Filmkunst ist, aber ich fand Ghostbusters geil. Den neuen? Ja. Das ist ein Kino. Den alten Frotzen-Empire. Ich bin Weltenbummler, weißt du doch. Nee, da kann ich mir nicht leisten, hier Kino. Aber den hassen alle in neuen Ghostbusters. Den hassen wirklich alle. Ja, der hat Kritik ohne Ende. Hollywood Brainwashing. Bla bla bla. Ich hab keine Ahnung. Was? Wo, was? Ja, der hat super schlechte Kritiken und alle Kritiker hassen ihn. Kämpfen gegen Geist. Und da ist auch ein Mädchen, was sich frei entfalten möchte. Und Coming of Age ist mit drin. Also ich weiß nicht, ist alles dabei. Warum wollen sich eigentlich heutzutage alle frei entfalten? Ich meine, ein Mädchen, was sich in ein Geistermädchen verknallt. Also was wollen die Leute denn noch mehr? Ich würde mich auch in Geistermädchen verknallen. Ich weiß nicht, Geistern ist schon irgendwie hot. Ja, deswegen. Meine Freundin ist auch sehr blass. Und also ich habe immer noch eine Vampirtheorie. Sie gibt's nicht zu, aber... können wir da nicht so viel Knoblauch ins Essen machen? Das mag ich nicht so gerne. Mhm, klar. Wollen wir nicht mal bei Sonnenlicht rausgehen? Ja, ja. Aber du weißt doch, ich bin hypoallergen gegen Sonne. Ich hab so empfindliche Haut. Diese Ausreden, weißt du? Boah, ich hoffe wirklich, wenn man stirbt, wird man Geist. Und das voll geil finden. Und Leuten auf den Sack dann auch noch zu gehen, würde ich mega finden. Ja, aber ich würde so ein bisschen die Traditionen brechen und mir nicht so alte, klapprige, winddurchzogene Häuser aussuchen. Nee, ich auch nicht. In einer alten Dafoe-Villa oder so. Weißt du? In einer alten Dafoe-Villa. Eine Bettauskerbung ist wegen seinem großen Hund. Damit er auf dem Bau ist und Bauchschläfer. Er schläft so gerne auf dem Bau. Aber halt morgens immer Lattenprobleme. Ja, das ist halt... Das wurde halt damals so kommuniziert von Lars von Trier, der hat gesagt, ey, das war einfach so eine Riesengurke. War das nicht auch bei Dings hier, bei Thor oder was hier, der... Hemsworth. Hemsworth, haben sie da nicht auch irgendwie kleiner gemacht oder so, damit die Marvel-Fans nicht irgendwie Angst kriegen und komplex... Ja, aber glaubst du, Hemsworth hat so ein bisschen neue Leute? Alter! Boah! Ich werde erschlagen! Warte mal, war hier nicht irgendwie noch... Hä? Wo sind die ganzen Motoren und alles? Echt? Sind die weg? Ja! Ja, oh, du hast da unten den Boden. Der Boden ist komplett eingestürzt. Nee, ich hab den nicht angerührt. Ich hab hier die Seite freigehauen. Ja, ich auch. Also hier ist alles weg. Hier ist nichts mehr. Hier bin ich, hier oben. Ja, hier ist nichts mehr. Guck mal, das ganze Schiff ist leer gelootet. Alter! What the heck? Können wir es abholen lassen? Nee, wir müssen noch wenigstens das Eisenzeug da rauslöten. Lass mich mal einsammeln, den Kram hier. Wir müssen immer noch Lötstellen kappen.
Aber die ist schon gekappt hier. Der Handsome Park mit der Hinge. Handsome mit der Hinge. Ja, hier der oben bei mir ist eine noch. Handsome mit der Hinge. Sehr gut, dass du in der mit der Hinge. Ja gut, du hast leider auch alle Asset-Vorräte dadurch vernichtet. Wie, ich war oben! Ja, Alter. Ich hab doch auch nichts gemacht. Ich hab die Seiten geklöppelt und auf einmal kommt der ganze Karren da runter. Hä, warum muss man die denn noch ablöten? Muss man immer, es ist einfach die Logik des Spiels. Bei mir ist gerade irgendwie der hintere Teil des Schiffs verschwunden. Guck mal, da holt es ab! Da regnet's Material vom Himmel! Echt jetzt? Ihr guckt doch hoch! Moment, ich bin gerade am Löten. Yo, da tröpfelt's richtig runter, ne? Da ist irgendwie so ein schwarzer Shadow fliegt ihm hinterher. Da oben ist auch noch richtig was zum Weglöten. Der schwarze Schatten. Alter, ist ja alles eingestürzt, Junge. Das ist ja crazy shit. Kann ich mal hier etwas aufheben? Das ist einfach. Hinten irgendwas? Das ist richtig kaputt gelötet. Das ist einfach auseinandergebrochen. Ja, jetzt sammelt das Gröbste ein, dann gehe ich das Verchecker-Lachen, nicht, dass das Spiel irgendwie noch abkackt. Ich glaube, es wäre gerade fast abgekackt, als der da ja, das hat richtig, gut Standbild. Dann ist alles einfach gedespawnt. Jetzt kannst du ja sammeln, Junge, ey. Sammel, sammel, sammel. Hol alles, was rausgeht. Wir haben schon 15.000 Kilo auf dem Truck. Was soll man das für ein Truck ist, ne? Der schleppt alles. Der alte Schlepper. Alter Eichberger Schlepper. Na gut, wenn du es jetzt so siehst, 40 Tonner fahren auf der Autobahn und so rum, ne? Also, das sind jetzt 15. Das ist eigentlich gar nicht so viel. So, kann man da jetzt irgendwas abholen? Was fehlt denn da noch? Wo ist denn da noch was? Siehst du was? Ich kann das da oben nicht holen. Mir ist eigentlich das halbe Schiff noch voll. Bei mir despawnt das nicht. Ich hab... Da fliegen Sachen in der Luft rum, da träumt der Wichtelmeister von. Hans Pichler. Der alte Zoowärter hier. Alte Zoowärter. Der war doch der Assistent vom Bürgermeister. Vom Bürgermeister, oder? Ja. Oh, dann verkaufen wir den ganzen Kletterer-Dutsch. Dann laden wir noch so ein Minischiff, wo wir noch nicht gemacht haben. Ist da ein bisschen Chemie drauf. Wir brauchen Chemie für die Upgrades. Alter, langsam einmal rein, bist voll, ne? Ja, also ich sammle hier die ganze Zeit unterm Schiff, so. Boah, immer hier auch ganz kurz einen Mega-Ruckler drin. Und was mit den anderen Wannen hier? Können die nicht noch abgeholt werden? Nö, geht nicht. Irgendwie verklippt. Ich wüsste nicht, wo ich noch was löten muss. Kannst du mal gucken, ob du was findest. die Mitteldinger hier wahrscheinlich, ne? Guck mal hier. Gar nicht gesehen, dass da noch was hängt. Ja, die müssen natürlich weg. Und dann würde ich sagen, ab das Ding. Bevor es hier abschmiert. Ich würde das gerne speichern, was wir jetzt alles erspielt haben. Aber der Flötist, du, der pahnt ja noch rum. Ah, was macht hier noch ein Butner hier? Hol ja, das ich fahr's, ab. Ja, ich fahr jetzt aber erstmal zum Hof rüber. Also sammle hier den Rest ein.
Den Rest. Junge, hier liegt so viel Zeug. Da greifst du dreimal rein, hier zack, wieder voll. Ja, wir haben ja auch jetzt irgendwie schon wieder 18. Aber dass er auch das hintere Stück einfach rausgeholt hat, ne? Ja, das war auch krass. Guck mal, da oben gibt's noch was zu löten, oder? Nee, es ist weggelötet. Hä, was ist denn da noch das Problem? Oder warte mal, muss man das hier noch löten? Oh, hier ist noch was zum Freikratzen. Ja, komm mal her und hilf mal mit. Mach mal eins mit weg. Oh, komm mal her, du. Komm mal her, du. Weil der Batzen. Unter mir ist eins noch. Kannst du wegmachen. Ich muss erstmal hinkommen. Ich stecke hier eine Wand. Ja, keine Ahnung, wann hier alles weggeflogen ist. Du hast den ganzen Boden halt weggehauen. Von oben. Ich hab da unten nichts gemacht. Hier leider keine Anzeige. Doppellöten. Oben krieg ich's nicht los. Jetzt. Oh, jetzt. So. Nö. Nö. Wo hängt denn da noch was? Hängt da irgendwo noch irgendwas dran? Hallo? Ja, hallo? Nö, kann er nicht holen. Ja, abgepasst, Koin. Ich geb das jetzt ab, das ist mir zu riskant. Ich will nicht irgendwie haben, dass das Spiel jetzt abschmiert. Wir haben so viel Loot. So viel erreicht. Hinten liegen noch ein Haufen Kisten. Oder geht nichts mehr auf den Truck? Ach, guck mal, hier in der Luft schwebt was. Hier. Hier. Da schwebt noch irgendwas. Wahrscheinlich macht das Probleme. Siehst du es auch? Hier schwebt ein Kreuz. Bei mir ist ja oben halt das komplett zerfallene Schiff irgendwie. Ah, da komme ich nicht mehr ran. Wo schwebt ein Kreuz? Bei mir schwebt da noch irgendwas. Bei mir schwebt das ganze Schiff. Ey, hier liegen überall Schiffsteile rum, ne? Ja, das ist ja. Auf der ganzen Ebene hier verteilt, den ganzen Schrott. So, ich gebe das jetzt alles ab. Ich spucke auf die Rewards. Es gibt das wird jetzt richtig Mandrake geben. Mandrake? Viel Zeug. Da wäre noch so viel mehr drin gewesen, hätten wir die Motoren halt alle gerettet. War ja eigentlich der Plan, oben drüber was wegzumachen, aber dann ist alles zerfallen. Das hat nicht ändern. Ach du Heilige, was ich da alles raussortiere. Ah, oh mein Gott, ich bin schon bei der 120er Kombo. Hundertvierzig. Das sind ja zwei. Holt jetzt noch was ab? Nee, da steht erst die oberen musste wegholen und dann die unteren. Naja, ist wenig. Was ist wenig? Keine Ahnung. Aber da sind noch so zwei... Bei mir ist da noch so ein Kreuz aus diesen Stahldingern, die man halt frei schneiden muss. Wenig. Guck mal, aber trotzdem eine 630 Chemie. Das ist nichts, ey. Das ist nichts. Meiste war wieder nur Eisenschrott. So.
Scrap it. Achtung! Ja, weg damit. Es muss gespeichert werden. Komm, ich will mal kurz gucken. Hier ist so ein ganz kleines Minischiff. Es kostet nur 10 Dulalas. Vielleicht gibt es da ein bisschen Chemie. 10 Dulala-Schiff. Steht quasi aus nichts. Alter Wincher. Der alte Wincher. Kelly Wincher. Alte Frigatte. Das ist ja nicht mal ein Schiff, was denn das da? Keine Ahnung, Wohncontainer oder sowas. Ja, so ein kleiner Wohncontainer, du, da ist auch nichts drin hier. Ja, vielleicht ein bisschen Chemie. Kilos. Ich hab noch die alten Kilos aus dem alten Schiff da in der Tasche, du. Echt? Ja, ich glaub schon. Oh, vielleicht holen wir ein bisschen alten Chemielatex raus. Oh, ein Packkarton hol ich da raus. So. Habe ich noch eine Sprengladung? Ja. Alte Ölfässer hier. Fällt jetzt halbe Schiff auseinander. Kann ich da einmal reinsprengen, meinst du? Ja, sicher. Okay, hier ist UNICEF auf jeden Fall. Da lötst du durch wie nix, oder? Ja. Ist da oben noch irgendwas so an Containern? Nee, gar nichts. Da gehst du ja so durch mit dem Löteimer hier. Ja, und das ist nur ein Viererlöt. Das ist unser schwächstes Ding eigentlich, der Löterich, weil der braucht am meisten Chemicals. Boah, da hämmerst du aber wirklich schnell durch, ne? Ja, ist ja nix hier, das ist ja... Alte Löterkuss. Alte Löterkolbkuss. Küss mal den alten Löt hier, ey. Ja, knutscht mir doch jemand den alten Löti. Ja, Frank Lötingen. Wenn das nicht mein alter Freund Frank Lötinger ist. Aber gut, da kriegen wir jetzt keine Chemikalien raus, glaube ich. Doch, hier, das Paket könnte er welche haben. Deswegen, das müssen wir auf jeden Fall holen. Das kannst du wieder nicht abmachen hier, ne? Oben auf dem Dach alles weggelootet. Oh, ey, hier kommst du nicht ran. Was ist denn da? Guck mal hier, kannst du hier was schweißen? Gerade noch hier gucken, dass ich das schnell freischlag. Das despawnt oder irgend so ein Kram wieder. Nee. Das ist noch nicht kaputt gegangen hier. Was? Wo denn? Ja, hier der. Wo du nicht so dran kommst, weißt du? Der ist irgendwo da, wo das Ding drin steckt. Jetzt. Ah, jetzt. Einfach so ein bisschen rumlöten und irgendwann sagt dann, mein Butner hier ist geschwollen. Sagt er irgendwie, aua, Schmerz an Butner hier. Ich hab Schmerz an Butner hier. Brauche ich antibakterielle Salbutsch. Salbulek. Salbulek, aber ohne Bakterius. Bakterius, ey. Ich hab fleischfressende Bakterien mir auf den Schniepli geschmiert. Warum hast du das gemacht? Ich weiß nie. Ich wollte gucken, ob wirklich Wurst ist. Weil ich habe Theorie. Weil einige haben gesagt, es ist Gurke. Einige haben gesagt, mir wurde gegen meinen Willen in eine Kommermittel verabreicht und dann wurde gemachte Plastikschwenkel. Ist aber alles Fleisch. Ist alles Fleisch. Ist nämlich weggefressen worden.
Ich hab Blindtest gemacht. Blindtest? Hab einen Blinden anfassen lassen. Er sagte, ui, fleischige Fleischwurst. Ist der schon recht fleischig. Hab blinden Smjolek dran lang lassen und er hat gesagt, ist Wurst. Aus hier, der alte. Hat denn der Progress gesaved? Ja, ja. Okay, dann probier ich jetzt mal was. Ihr schwenkt jetzt hier alles weg oder was? Nein, ich stell mich hier drauf und guck mal, ob es abholt. Jo! Oder fliege ich ja davon, du! Kommst du mit oder wie? Ja, ich flieg, oh, na, ganz oben, ich kann die ganze Stadt sehen! Vater! Vater! Ich kann die ganze Welt sehen! Ich spring runter vom Kran! Jetzt Maulgeist Peter! Halt's mal, du bist der hässliche Geißenpeter. Aber was ist mit dem Schönen? Es ist viel schöner als du. Beauty Peter. Du bist Lelek Peter. Ich bin doch mehr als nur ein kleiner Lelek. Ich bin doch mehr als ein Lelek, Großvater. Nein, kleine Scharmut. Scharmut. Wie wir hier so einen Wohncontainer zerklöppeln, ne? Ja, ich weiß auch nicht, ey. Gerade hatten wir noch das dicke Schiff, ey. Und jetzt sind wir hier irgendwie auf dem Bauernmarkt wieder unterwegs. So, der Henning hat gesorgt, Degradierung. Der alte Flitschenmarkt. Flitschenhusche, du. Mein Vorder war eine Flitschenhusche. Hier ist ja noch Öl, du. Echt? Ja, das ist schon mal. Das ist Chemicals. Du kannst dich aufheben. Wo? Bei mir steht das hier. Hier stehen bei mir zwei Fässer. Hast du eingesammelt? Ah, man musste da erst irgendwie den richtigen Touchy erwischen. Du musst erst den richtigen Tushi-Tashi. Wir haben nicht mal richtige Contracts hier, weil... Gibt's irgendwie nicht. Nee, so jemand, der sowas zerlegen lässt, alter Immobilienhai, der zahlt nix. Für 10 Dollar. 10 Dollar. Airtank will der haben. Ich hab gerade einen eingesammelt, glaube ich. Ich kann die Mission wieder nicht sehen, wenn du im Spiel wechselst. Dann verbuggen die bei mir. Ah, hier ist alles buggy. Wo ist denn hier noch? Da kommt eigentlich der Pferdewürgen-Simulator endlich. Ich weiß es nicht, ey. Ich wünschte, es gäbe ihn. Ist ja krass, ne? Ah, wird mir nur Ärger geben. Ah, oh, endlich kann ich mal den Lipizzaner würgen. Gestern zwei Haflinger bewusstlos gewürgt. Ästhetische Lipizzaner. Mit seinem Gefühl, was er in mir auslöst. Ein Gefühl von Freude und Intelligenz. Ja, mit so Spezialwerkzeug hier durcharbeiten, na, ist flowig. Schon angenehm. Hypnoman. Das erfreut die Panflöte. Das erfreut den Hans Pan. Hans Pan. Der alte Panbläser. Schon anstrengend. Generationspaner. Ja, dem werden immer seine Lippen müde, du. Lipofit ist doch jetzt was Neues von Kreis Industries. Liposat.
Telefon. Okay. Ein schönes, fittes Schlängelmaul. Maulfit, jetzt neu vom Kreis. Ist. Früher war mein Mund immer müde. Weil ich sehr viele Lawinskis verabreichen musste, aber jetzt. Schlawinskis. Macht er auch hier Salzbrezen und so zu Chemikalien? Ja. Das kannst du ja schon runterkloppen. Ja, ja, schon hier selber. Der regnet der Dreck, du, ne? Ja, das ist ja hier so ein Popelschiff. Das ist ja nix. Hau dir ja die Mutti, du. Ja, anderen haben wir auch richtig weggeschrotet. Das ist kein Schiff, sondern ein Wohncontainer. Captain Phillips hat den hochgezogen. Das ist sowas, was so ein Ami würde sich das kaufen, wenn er so ein Grundstück irgendwie von seiner Südstaaten-Oma geerbt hat und dann stellt er sich da so ein Wrack hin. Naja, und wohnt dann da drin. Container-Life halt, ne? Wenn die so beidseitig klöppelt, du dann, ne? Dann geht das hier. Fliegt die Düse. Ja. Die riecht schön die Verschalung runter. Bam. Ja, eigentlich muss er nur den Boden zerschlagen, oder nicht? Ja, eigentlich, ne? Hans-Werner eigentlich war mein Name. Hans-Werner Eigenfisch. Na, Eigenfisch. Der hat nicht geteilt. Der hat nicht geteilt, du. Er hat den Fisch immer alleine gegessen. Von Kopf bis zur Forelle hinten. Ne? Ist denn eine Forelle nicht ein eigener Fisch? Ja, sag ich doch, Eigenfisch. Oh, seid ihr ein bisschen dumm oder so? Kann ja sein, dass ihr aus so ungebildeten Gebieten kommt, ne? Aber hier bei uns, wir wissen über alles über Fisch. Oh, hier sind noch Kartons. Oh, mitnehmen, ne? Alles mitnehmen. Jetzt aber auch hier das Blech. Oh, jetzt ist mir hier der Murloc weggeflogen. Irgendwo die Kiste da. Alter Murloc. Der alte Modo ist mir da weggeflogen. Boah, wie im Modo. Guck den Film. So, quasi, jetzt muss jetzt aber das alles... hier alles endlich wegbrechen. Ja, ja. Oh, so noch die letzten Stangen da weghauen, dann sind wir durch. Die letzten Stangen hier? War da nicht vorhin noch irgendwie so eine Schweißnaht, oder was? Ich hab deine Mutter nicht gesehen. Alte Schwitzmakrele da. Alte Schwitzlachs. Hast du wieder einen alten Pangasius-Geruch? Da hab ich auf 10 Meter gegen Wind hab ich dich gerochen, ne? Mensch, Junge, hast du wieder in eine Pangasius-Wanne gepfiffen, oder was? Schön reingepfiffen, da. Oh, einen Pfeffi habe ich getrunken, wieder ein Liter. Schönen Liter Pfeffi. Oh, Pfefferminz, ja, macht guten Atem, ne, am frühen Morgen. Wenn du den ganzen Tag da in der Pangasius-Kiste atmest. Ach. Ha. Scheiße, ey. Ich komme nicht mehr raus, schon. Ich wollte nachher noch in den türkischen Laden fahren, ey.
Ja, wollen wir Börek selber machen. Schön Börek hast du mir da rausgeholt. Wollen wir schön den Börek hobeln. Mit der Hinge sagt, er macht einen Handsome Park. Was auch immer das bedeutet. Der Handsome mit der Hinge. Der Schöne mit der Hinge. Handsome Linkin Park. Der ist auch nicht mehr so handsome. Die sind alle nicht mehr so handsome. Wenn hier der eine vercrackt, hier. Komm mal, ey. Oh mein Gott, der ist übel. Der ist übel. Ja, mein Butterfly, ich hab keine Zähne mehr, Sugar. Hat bei der Kreis Industry Forschung mitgemacht. Der ist aus ihm geworden, ne? Oh, guck mal hier. Ich hab eine alte Welle gefunden. Eine alte Welle, du. Mach mal keine Welle. So, Freunde, das war's. Das weißt du gar nicht, ob es das schon war. Guck mal, ich hab hier ganz viele Kontakte. Tag ist schon wieder rum. Und konnte hier nichts abgeben. Wir haben das alles gelöst, aber ich kann es nicht abgeben. Bei mir steht nicht claimbar. Warum haben wir auch jetzt nochmal ein neues Schiff angefangen? Weil wir davor bei 20 Minuten waren. Ja, und jetzt sind wir bei 40. Ich hab das gar nicht realisiert. So, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren, auf Wiedersehen und tschö.